Diana hat uns nicht nur das Leben gerettet, sie ist auch unsere zweite Mutter. Hans Böhme war Österreicher und war ein Serbenhasser. Er hat einen Befehl erlassen, dass für jeden im Kampf gefallenen Soldaten 100 serbische Geiseln zu erschießen sind. Sonntag, 6. April 1941. Der Angriff der Wehrmacht auf Jugoslawien beginnt ohne Kriegserklärung. Belgrad wird niedergebombt. Der Eroberungskrieg ist Hitlers Rache für den Sturz der Belgrader Regierung, die dem Waffenpakt zwischen Deutschland, Italien und Japan beigetreten war. Jugoslawien darf als strategisches Aufmarschgebiet gegen die Briten nicht verloren gehen. Daher soll vor allem Serbien bombardiert werden, das sich diesem Ziel entgegenstellt. Fast die Hälfte aller Gebäude wird zerstört, darunter Spitäler, Zivilschutzräume, Kirchen und die Nationalbibliothek. Mindestens 2300 Menschen kommen dabei ums Leben. Die Luftangriffe auf Belgrad finden unter dem Kommando des österreichischen Fliegergenerals Alexander Löhr statt. Belgrad hatte sich als offene Stadt deklariert. Das bedeutet, dass sie sagen, sie werden keine Abwehrmaßnahmen setzen. Und im Militärrecht ist es so, dass eine offene Stadt nicht bombardiert werden darf. Darüber hat sich Löhr und sein Führer, der Führer Adolf Hitler, hinweggesetzt und haben also diese Stadt bombardiert. Während Bomben auf Serbien fallen, feiern die Bewohner der kroatischen Hauptstadt Zagreb Hitlers Truppen als Befreier. Schon am 10. April 1941 ruft Kroatien seine Unabhängigkeit aus. In Wahrheit wird es zum faschistischen Vasallenstaat Hitler-Deutschlands und erhält zur Belohnung Bosnien, Herzegowina und Teile Serbiens dazu. Am 15. April kehrt der Faschist und Anführer der kroatischen Ustascha-Bewegung Ante Pavelic aus dem italienischen Exil nach Zagreb zurück und erklärt sich zum neuen Staatschef. Die Rassengesetze des Dritten Reiches gelten fortan auch in Kroatien. Die Ustascha-Truppen beginnen sofort mit der Verfolgung und Ermordung von Juden, Serben, Roma und kroatischen Antifaschisten. Die Ustascha hat die gleiche Position und Bedeutung wie auch die SS in Nazi-Deutschland. Sie stand als Kontrollorgan über allen staatlichen Institutionen. Alle wichtigen Funktionen wurden von Ustascha-Mitgliedern besetzt. Hitler wollte ein judenfreies Deutschland, Pavelic ein serbenfreies Kroatien. Das bedeutet Vogelfreiheit für über 2 Millionen Menschen serbischer Abstammung.
Die propagierte Lösung der Serbenfrage in Kroatien war die sogenannte Drittellösung. Das war kein geschriebenes Gesetz, aber es wurde so gehandhabt. Ein Drittel der Serben, die orthodox waren, soll zum Katholizismus bekehrt werden, ein weiteres Drittel vertrieben und das letzte Drittel ermordet werden. Das wurde sehr schnell umgesetzt. Schon im Juni 1941 beginnt die Vertreibung der serbischen Bevölkerung. Das war Staatspolitik. Die Bekehrungen wurden mit der katholischen Kirche ausgehandelt. Die ersten Massenmorde an Serben beginnen schon Ende April 1941. Allein von April bis Oktober 1941 werden im Rahmen von ethnischen Säuberungen bis zu 200.000 Serben ermordet. Viele in Konzentrationslager deportiert und die arbeitsfähigen Männer und Frauen als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt. Das größte in Kroatien errichtete Konzentrationslager ist Jasenovac und besteht aus 5 Nebenlagern. Darunter das frühere K&K-Gefängnis Stara Gradiška. Viele Menschen werden bereits in ihren Dörfern getötet. Die Kolonne mit Männern und Burschen, die jüngsten von ihnen waren 12 Jahre alt, haben sie in Richtung Kirche getrieben. Unweit der Kirche waren 2 Brunnen, an die 40 Meter tief. Direkt vor den Brunnen haben sie die serbischen Männer und Burschen abgeschlachtet und in die Brunnen geworfen. Als die Brunnen voll waren, trieben sie den Rest in die Kirche, zündeten sie an und verbrannten die Menschen lebendig. Bosilka Lončar war 11 Jahre alt, als Ustascher Angehörige in ihr Dorf nahe der ostkroatischen Stadt Pakrac einmarschieren und alle Männer ermorden. Sie wird ebenso wie andere Kinder und Frauen aus Kusunje vertrieben. Sie haben uns Frauen und Kinder nach Pakrac auf den Bahnhof getrieben und dort auf Viehwaggons geladen und nach Okučani gefahren. Dort sind wir aus den Waggons getrieben worden und mussten 23 Kilometer zu Fuß zum Lager Stara Gradiška gehen. In diesem Haus in Zagreb lebt damals die Tirolerin Dijana Budisavljević, geborene Obexer. Ende Oktober 1941 erfährt sie, dass im Lager Loborgrad, nahe Zagreb, serbische und jüdische Frauen und Kinder interniert sind. Sie möchte ihnen helfen. Doch das ist vorerst nicht möglich. Während die Kultusgemeinde in Zagreb den jüdischen Häftlingen in den kroatischen KZs noch Hilfe schicken darf, ist das für die serbischen Gefangenen strikt verboten. Dijana notiert in ihr Tagebuch: Man fragte mich, ob ich eine solche Hilfe zu organisieren gedächte, was ich entschieden verneinte, da ich noch niemals in irgendwelchen Wohlfahrtsaktionen mitgearbeitet hatte, niemals irgendwelchen Vereinen angehört habe, mich also zu einer solchen Arbeit absolut ungeeignet halte. Die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Hier wird Dijana Obexer am 15. Jänner 1891 geboren. In diesem Haus wohnt sie bis zu ihrem 26. Lebensjahr. Im Innsbrucker Stadtspital, wo sie als Krankenschwester arbeitet, lernt sie den Serben Julije Budisavljević kennen, der in Innsbruck eine Facharztausbildung absolviert. Die beiden verlieben sich und heiraten. Dijana Obexer ist katholisch, ihr Bräutigam serbisch-orthodox. Als katholische Frau 1917 einen orthodoxen Mann zu heiraten, ist ja auch schon allein kirchenrechtlich relativ kompliziert, zumal es ja 1917 in Innsbruck keine orthodoxe Pfarrei gegeben hat. Das heißt, es war ein sehr komplizierter Prozess, wie das kirchenrechtlich über die Bühne gegangen ist. Ich denke, es ist so, dass sie eine Ausnahmegenehmigung gehabt hat.
Hier in der Zagreber St. Markus-Kirche heiraten Diana und ihr Ehemann am 4. August 1941 ein zweites Mal. Diesmal katholisch. Er ist mittlerweile Universitätsprofessor für Medizin und ein bekannter Arzt. Als Serbe in Zagreb hat er berechtigte Angst vor dem Regime. Durch die katholische Hochzeit will er die Ustascha von seiner Loyalität überzeugen. Die Pläne seiner Frau unterstützt er daher nur inoffiziell. Diana ist da weniger loyal, denn nach anfänglichem Zögern entschließt sie sich, den serbischen Frauen und Kindern im Lager Lobograd doch zu helfen. Sie vertraut sich Freunden an und bittet sie um Geldspenden. Das tun vor allem in Zagreb lebende Serben. Andere bringen ihr Lebensmittel, Winterkleidung und Decken. Die gesammelte Hilfe schickt sie ins Lager. Doch die Gefangenen sehen nichts davon. Die ganze erste Sendung von Mänteln und Winterkleidern, die sie für die Frauen und Kinder gesammelt hatte, die meisten besaßen nur Sommerkleidung und der Winter kam näher, hat anscheinend der Lagerkommandant für sich behalten. Daher hatte sie Angst um die Gefangenen. Um nicht weiter der Willkür des Lagerkommandanten und der von Ustascha-Funktionären ausgeliefert zu sein, versucht Diana, ihre Hilfsaktion durch eine offizielle Bewilligung zu legalisieren. Vorerst ohne Erfolg. Am 3. Dezember 1941 trifft sie den Erzbischof von Zagreb, Alojzije Stepinac, und hofft auf seine Unterstützung. Über das kurze Treffen schreibt sie in ihrem Tagebuch: Auch dort vollkommen negatives Ergebnis. Der Erzbischof teilte mir mit, dass er bei der Regierung absolut keinen Einfluss habe, gar nichts ausrichten könne, dass er zwar bereit sei, sich der Sache anzunehmen, er aber im Voraus wisse, dass nichts zu erreichen sei. Diana versuchte, ihre Aktion aus praktischen Gründen zu legalisieren. Ihr war wichtig, dass sie und ihre Helfer legal und nicht illegal arbeiten müssen. Nachdem Diana vom Erzbischof abgewiesen wird, bekommt sie nach Bittgesuchen bei der Zagreber Ustascha-Polizei im Februar 1942 doch die Erlaubnis, Hilfsgüter nach Lobograd bringen zu dürfen. Sogar mehr noch. Ihre Hartnäckigkeit macht es auch möglich, 5 Buben und 6 Mädchen aus Lobograd herauszuholen. Es sind die ersten von Diana geretteten Kinder. Sie bringt sie vorerst in das Zentrum für Gehörlose in Zagreb. Das gestattet der Direktor des Institutes, an den sie sich um Hilfe wendet. 15 jüdische Kinder, die sie ebenfalls mitnehmen will, müssen im Lager bleiben. Milan Pocuca war 2 Jahre alt, als er, seine ältere Schwester und seine Mutter aus Lobograd freikommen. Erinnerungen an Diana besitzt er zwar keine, trotzdem war sie für ihn etwas Besonderes. Ich habe nicht nur das Gefühl, dass Diana Budisavljevic uns das Leben gerettet hat. Für mich ist Diana meine zweite Mutter. Bereits Anfang Juli 1941 beginnt sich der Widerstand gegen den Besatzungsterror zu formieren. Immer mehr Widerstandskämpfer, überwiegend Kommunisten, sammeln sich um Josip Broz Tito. Zusammen mit den königstreuen serbischen Chetniks, die anfangs noch auf Titos Seite kämpfen, befreien sie die Stadt Šabac in Nordwestserbien. Da sie der Wehrmacht immer größere Verluste zufügen, schickt Hitler den für seine Härte bekannten steirischen General Franz Böhme im September als Oberbefehlshaber nach Serbien. Er wusste ganz genau, wen er ausgewählt hat. Hans Böhme war Österreicher und war ein Serbenhasser. Das heißt, diese Generäle, die jetzt in Generalsrängen gewesen sind, haben zum großen Teil den Ersten Weltkrieg mitgemacht und hatten einfach Erinnerungen daran, ja, wie es im Ersten Weltkrieg, insbesondere in Serbien, zugegangen ist. Ja.
Zum einen, was heute kaum bewusst ist, was die K&K-Armee für Verbrechen in Serbien begangen hat, ebenfalls Massenverbrechen. Ja. An jedem Laternenpfahl und jedem Baum ist irgendein Serbe gehangen, den sie aufgehängt haben. Ja. Und sie haben dort den Krieg verloren. Ja. Und das ist ein Trauma. Ja. Und das sollte jetzt korrigiert werden. Ja. Und zwar mit allen Mitteln. Mit allen Mitteln. Das heißt Hängen und Erschießen von Juden, Roma, Serben und Widerstandskämpfern aller politischen Lager auf öffentlichen Plätzen. Kurz nach seiner Ankunft in Serbien erinnert Franz Böhme die Wehrmachtseinheiten an den Kampf gegen Serbien im Ersten Weltkrieg. Ihr seid Rächer eurer toten Kameraden, deren Blut 1914 wegen den gemeinen Serben hier in Bächen geflossen ist. Diese Erinnerung soll die Soldaten enthemmen und sie motivieren, so brutal wie möglich vorzugehen. Wer Serben schont, dem drohen harte Strafen. Am 10. Oktober 1941 erteilt Böhme folgenden Befehl. Für jeden gefallenen Wehrmachtssoldaten oder ermordeten Volksdeutschen sind 100 Geiseln und für jeden Verwundeten 50 Geiseln zu erschießen. In der von der Wehrmacht rückeroberten Stadt Šabac, nordwestlich von Belgrad, werden Kommunisten, Widerstandskämpfer anderer politischer Lager und Bauern erschossen. Auch hunderte Wiener Juden, die vor dem Naziregime geflüchtet waren. Am 12. Oktober 1941 erreicht ein überwiegend aus Österreichern bestehender Wehrmachtstrupp das Dorf Draginac. An den Hängen des Dorfes beginnt ein Massaker. Das waren zwei Schützenreihen. In der ersten sind sie eng nebeneinander gegangen. Als sie kamen, töteten sie alles, was noch lebte. Die Frau meines Nachbarn schrie. Sie wollte ihr kleines Kind retten. Doch sie töteten sie und das Kind. Als zwei Soldaten des Erschießungskommandos das Haus seiner Eltern überfallen, versteckt sich Miodrag mit seiner 18-jährigen Schwester im Keller. Ihre Eltern sind in der Hoffnung in den Wald geflohen, die Soldaten würden den Kindern nichts antun. Einer der beiden Soldaten brachte mich aus dem Keller heraus, der andere schoss auf meine Schwester. Ich habe gesehen, wie er sie getroffen hat. Die Kugel ging durch ihren Körper. Sie schrie vor Schmerz, worauf er wieder auf sie feuerte, diesmal in den Kopf. Sie fiel hin und bewegte sich nicht mehr. Seine Schwester Zagorka beerdigt er später am Hof, unweit der Stelle, wo sie ermordet wurde. Doch auch er ist in Todesgefahr. Oh, meine Schwester. Der andere Soldat lehnte sich an unser Tor und richtete sein Gewehr auf mich. Dann hat er durchgeladen. Als es das erste Mal knallte, ging die Kugel genau an meinen Augen vorbei. Dann knallte es wieder. Dieser Schuss schlug durch meinen Unter- und Oberkiefer. Dann bin ich hingefallen. Der Soldat dachte, er habe mich getötet, weil er mir in den Kopf geschossen hatte. Meistens haben sie in den Kopf geschossen. Mein Kiefer war gebrochen, ich lebte, konnte mich aber nicht bewegen. In Draginac werden an die 3000 Zivilisten, darunter Hunderte von Kindern, erschossen. Diese Fotos zeigen die Opfer der Mordbefehle von Franz Böhme.
Auch im besetzten und ethnisch gemischten Bosnien, das ab 1941 zu Kroatien gehört, kommt es immer öfter zu Kämpfen. Wehrmacht und Ustascha gegen Titos Truppen. Aber auch zu bewaffneten Konflikten zwischen den Volksgruppen der Muslime, Serben und Kroaten. Neben Hunderttausenden Bosniern werden mehr als 12.000 bosnische Juden von den Besatzern ermordet. Im Frühjahr 1942 kann Titos Partisanenarmee einige Gebiete befreien. Daraufhin startet die Wehrmacht eine Gegenoffensive. Auf ihrer Seite kämpfen Ustascha Einheiten und antikommunistische, königstreue serbische Chetniks. Die Zivilbevölkerung versucht sich vergeblich durch Flucht zu retten. Viele werden an Ort und Stelle ermordet, die meisten gefangen genommen. Es bildet sich eine Kolonne von über 68.000 Flüchtlingen, Kinder, Frauen und Männer, die tagelang Richtung KZ Jasenovac marschieren. In der Kolonne befindet sich auch Ilja Ivanovic mit seiner Familie. Sie wurden aus ihrem Haus vertrieben. Viele überleben den Weg zum Lager nicht. Ja, wie die jedna žena nosi dijete u naručju u stroju. Ich sehe, wie eine Frau in der Kolonne ihr Baby trägt. Sie spricht einen Ustascha-Soldaten an, weil sie das Baby stillen muss. Daraufhin schreit er sie an und gibt ihr einen Stoß. Die Frau tritt dann ein paar Schritte aus der Kolonne heraus, setzt sich an den Straßenrand und beginnt ihr Baby zu stillen. Was dann passiert ist, habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, weil ich war nicht mehr als von hier bis zum Schuppen von den beiden entfernt. Der Ustascha-Soldat schlug ihr mit dem Gewehrkolben in den Rücken. Das Kind fiel ihr aus den Händen und zu Boden. Er hat es aufgehoben, nahm seinen Dolch heraus, warf das Kind in die Luft und ließ es direkt auf den Dolch fallen. Für Kriegsverbrechen sind in Jugoslawien vor allem Wehrmacht und Ustascha verantwortlich. Aber auch Kollaborateure wie das faschistische serbische Freiwilligenkorps oder die antikommunistischen serbischen Chetniks, die etwa 50.000 Muslime und Kroaten ermorden. Massaker verüben auch Titos Truppen an den Chetniks und den Ustascha-Einheiten und umgekehrt. Jeder gegen jeden. Ende Mai 1942 ist Dijana oft am Zagreber Bahnhof. Von dort fahren die Züge mit Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen ins Dritte Reich. Gemeinsam mit anderen mutigen Frauen gelingt es ihr, den Deportierten Wasser und Proviant zu geben. Eines Tages lernt sie dort einen gewissen Herrn Hecker kennen. Herr Hecker war ein Mitarbeiter des Ministeriums zur Arbeitskraftbeschaffung für das Dritte Reich. Im Juni 1942 bringen zwei Züge knapp 400 Kinder, die als Arbeitssklaven ins Dritte Reich deportiert wurden, nach Zagreb zurück. Es heißt, sie seien unbrauchbar, weil zu schwach. Da sie in ein kroatisches KZ deportiert worden wären, bittet Dijana Herrn Hecker um Hilfe. Dijana bittet ihn, ihr diese Kinder zu überlassen. Denn sie wusste genau, dass sie anschließend ins KZ gebracht werden würden, was ihren sicheren Tod bedeutet hätte. Nach Rücksprache mit seinen Vorgesetzten darf Herr Hecker alle Kinder an Dijana übergeben.
dass sie danach ins Zentrum für Gehörlose gebracht werden können, ermöglicht Camillo Pressler, ein hoher Mitarbeiter des kroatischen Gesundheitsministeriums. Er hat vom Rücktransport erfahren. Künftig wird er zu einem der wichtigsten Helfer Dianas. Camillo Pressler ist vor allem ein humaner Mensch. Sein Ansehen, das er in der Zagreber Gesellschaft genießt, half ihm bei der Unterbringung von Kindern, die dann aus verschiedenen Lagern nach Zagreb gebracht wurden. Er engagierte sich sehr in der Anstalt für Taubstumme, wo die meisten Kinder untergebracht wurden. Das sind die Überreste des ehemaligen K&K-Gefängnisses Stara Gradiška. Neben Erwachsenen werden hier 1942 knapp 20.000 Kinder gefangen gehalten, die Diana ebenfalls retten möchte. Die Gedenkstätte Jasenovac. In der Ustascher Propaganda wird das KZ als Sammel- und Arbeitslager verniedlicht. Doch Jasenovac war ein Vernichtungslager. Bis Kriegsende tötet man hier mindestens 90.000 Serben, Juden, Roma, bosnische Muslime und kroatische Regimegegner. Viele Häftlinge werden erschossen, die meisten aber vom Wachpersonal massakriert. Mit Messern, Hacken und Hämmern. Es gibt zwar keine Gaskammer, trotzdem wird mit Giftgas gemordet. Laut Aussagen von Augenzeugen wurden 60 Kinder in einen Raum gesperrt. In diesen Raum wurde Zyklon B geleitet, um sie zu vergasen. Zyklon B u jednu zatvorenu prostoriju i tako pogušio 60 djece. Anfang Juni 1942 lernt Diana Budisavljević in Zagreb den Wehrmachtsoffizier Gustav von Kotzian im Büro des Herrn Hecker kennen. Nachdem sie zu ihm Vertrauen gefasst hat, teilt sie ihm offen mit, dass sie serbische Kinder aus kroatischen KZs retten möchte. Der noch in Monarchiezeiten geborene Österreicher hat, trotz Krieg und Treueeid auf Hitler, den Sinn für Ethik und Moral nicht verloren. Er verspricht ihr, so weit wie möglich zu helfen. Kotzian setzt sich mit seinem Freund Edmund Gles Horstenau in Verbindung, ebenfalls ein Österreicher. Er ist Hitlers bevollmächtigter General für Kroatien. Sowohl Kotzian als auch Gles sind mit dem kroatischen Marschall und Ustascher Mitglied Slavko Kvaternik befreundet. Die beiden ersuchen ihn, seinen Sohn zu bitten, Diana zu helfen. Kvaternik Junior ist Chef der Ustascher Polizei und Kommandant über alle KZs. Ohne Druck von diesen Vertretern des Dritten Reiches auf Slavko Kvaternik und seinen Sohn Eugen Dido Kvaternik wäre so eine Entscheidung niemals getroffen worden. Beziehungsweise wären die Kinder nicht aus den Ustascher Lagern freigekommen. Anfang Juli 1942 erteilt Kvaternik Junior tatsächlich die Erlaubnis, Kinder aus Jasenovac und seinen Nebenlagern zu holen. Beim Anblick der ausgehungerten Kleinen ist Diana schockiert. Zimmer ohne Einrichtung. Am Boden teils liegend, teils sitzend, Kinder in unvorstellbar abgemagertem Zustand. Jedem ist der Tod schon ins Gesicht geschrieben. Jedes, das sich noch irgendwie halten konnte, wurde auf die Beinchen gestellt und zum Mitnehmen bestimmt. Jene, die aber zusammenfielen, nicht mehr die geringste Kraft hatten, sollten bleiben. Diese armen Seelchen starben dann noch im Laufe des Tages. Mit Hilfe von kroatischen Rotkreuzschwestern wählt Diana vor allem elternlose Kinder aus, die noch Überlebenschancen haben.
Anschließend versucht sie, Mütter mit Kindern davon zu überzeugen, ihr die Kleinen anzuvertrauen, weil die Überlebenschancen im Lager gering sind. Viele Mütter stimmen zu. Andere weigern sich und die Kinder verstehen nicht, was geschieht. Das war so ein Geschrei, so ein Weinen. Da haben die Frauen geschrien und geweint, die Kinder auch. Bosilka Lonča wird mit ihren beiden Brüdern Milan und Stevo von Diana aus Stara Gradiška gerettet. Diese Schürze trug ihre Mutter, als sie sich von ihr trennten. Das brutale Vorgehen der Ustascha kann Diana nicht verhindern. Stevo hat so schrecklich geweint. Er hat die Mutter um den Hals gehalten und ließ sich nicht von ihr trennen. Dann ist ein Ustascha-Wächter herbeigelaufen und versuchte, ihn von der Mutter wegzuziehen. Stevo hielt sich fest an ihrer Schürze an. Die Mutter hat dann die Schürze losgebunden und ihm gegeben. Der Ustascha zog Stevo mitsamt der Schürze von der Mutter weg. Dann verabschiedeten wir uns von ihr und mussten gehen. Die damals 7-jährige Jelena Radočić, auch in Stara Gradiška gefangen, kommt ebenfalls mit Dianas Hilfe frei. Die Verabschiedung von meiner Mutter war sehr schwer und traurig, denn ich habe das so erlebt, dass meine Mutter mich einfach weggibt. Ich hatte den Vater bereits verloren, jetzt verliere ich auch die Mutter. Nur noch meine Brüder Živko und Ilija waren da. Das sind die einzigen kurzen Filmaufnahmen von Diana Budisavljević. Hier notiert sie persönliche Daten und körperliche Merkmale der Kinder auf Karteikarten. Jedes Kind wird mit seinem Namen, dem Herkunftsort und einer Nummer registriert. Diese Informationen werden auf ein Kartonplättchen notiert und den Kindern um den Hals gehängt. Die Notizen sollen die spätere Rückgabe an die Eltern erleichtern. Das gelingt jedoch nicht immer, da sich viele Spuren verlieren, Eltern in den KZs an Hunger und Krankheiten sterben oder ermordet werden. Kleinkinder, die keine Informationen geben können, werden mit Merkmalen wie Augenfarbe, Haarfarbe oder Muttermale registriert. Da die Zahl der Kinder, die sie mitnehmen darf, behördlich nicht beschränkt wird, wählt Diana gleich knapp 700 aus. Das wäre ohne Rotkreuzschwestern und freiwillige Helfer nicht möglich. Ich will sagen, dass Diana ein großes Wunder vollbracht hat. Und es tut mir leid, dass ich damals nicht die Klugheit von heute hatte, denn sonst wäre ich zu Diana gegangen, um mich bei ihr zu bedanken, dass sie uns gerettet und für uns gekämpft hat. Novak Dukic und seine drei Geschwister werden von Diana aus Stara Gradiška gerettet und nach Zagreb mitgenommen. Diana Budisavljević hat Tausende von Kindern aus den Lagern vor dem sicheren Tod gerettet. Und sie hat bis Kriegsende mit ihren Kontakten und Verbindungen versucht, Kinder zu retten. Dass das gelungen ist. Die Kinderrettungsaktion von Diana Budisavljević war deshalb möglich, weil sie eine Österreicherin war, eine Landsfrau der Nazis im faschistischen Kroatien. Und die Nazis konnten meistens das, was sie wollten, auch durchsetzen. Also Dianas Zugang zu den deutschen Offizieren und Diplomaten war sehr wichtig. Die Rettungsaktionen gelingen nur durch den Schutz und die Unterstützung von Wehrmachtsoffizieren und einigen wenigen Ustascha-Politikern. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, dass die kroatische Bahn Güterzüge für die Transporte zur Verfügung stellt.
Auf den mehrstündigen Fahrten sterben Kinder immer wieder an Erschöpfung und Krankheiten. Die Überlebenden werden ins Zagreber Taubstummeninstitut gebracht. Diana reist dann noch 6-mal nach Jasenovac und seine Nebenlager. Innerhalb von 3 Monaten kommen bis zu 7.500 Kinder nach Zagreb. Viele in einer sehr schlechten Verfassung, denn in den Lagern grassiert nicht nur Typhus. Noch am Leben, aber halbtot. Unterernährt, hungrig, mit großen Bäuchen, krank. Manches Kind hatte bis zu 10 Krankheiten. Geschwüre, Krätze, Lungenentzündung, Gastritis. Das war eine Katastrophe, in welchem Zustand diese Kinder angekommen waren. Doch bald stehen Diana und ihr Netzwerk an freiwilligen Helfern vor einem neuen Problem: Platzmangel. Er herrscht neben dem Taubstummeninstitut auch recht schnell in Spitälern und Heimen, in denen die Kinder ebenfalls untergebracht werden dürfen. Es fehlt aber auch an Personal, Medikamenten und Nahrung. In diesem verlassenen Schloss nahe Zagreb organisieren Diana und ihre Helfer mit Unterstützung von Rotkreuzschwestern die Unterbringung für Schwerkranke. Doch da der Platzmangel nicht zu beheben ist und trotz medizinischer Versorgung immer mehr Kinder sterben, ersucht sie um Erlaubnis, die Kinder vorübergehend bei Pflegefamilien unterbringen zu dürfen. Die Genehmigung wird erteilt, doch die KZ-Herkunft der Kinder ist zu verschweigen. Stattdessen soll von Flüchtlingskindern die Rede sein, die von ihren Eltern im Stich gelassen wurden. Die Erlaubnis gilt nur für katholische kroatische Familien und die müssen nun gefunden werden. Das soll mit Hilfe der Caritas gelingen, die dem Erzbischof untersteht. Nachdem der Erzbischof inzwischen doch noch eingewilligt hat, alle kirchlichen Organisationen den Kindern zur Verfügung zu stellen, bis jetzt aber von dieser Seite noch nichts geschehen ist, mache ich nochmals den Vorschlag, hier Hilfe zu verlangen. Denn es gibt in jeder Gemeinde Priester, die sich am besten der Sache annehmen könnten. Sie haben Kontakt mit der Bevölkerung in den Gemeinden und könnten über die bestehenden Organisationen der Kirche am schnellsten alles durchführen, ohne eine zeitraubende neue Organisation gründen zu müssen. Und es funktioniert. Die Caritas startet in ganz Kroatien, in Kirchen und in Zeitungen Informationsoffensiven. Interessierte katholische Familien können Kinder bei sich aufnehmen und Waisen adoptieren. Auch in Zagreb bleibt das nicht ohne Resonanz. Die Zagreber haben diese Kinder wirklich mit offenem Herzen empfangen. Sobald diese Transporte nach Zagreb kamen, versammelten sich sofort Frauen mit ihren Ehemännern auf dem Hauptbahnhof und auf dem Nebenbahnhof und nahmen einen Teil dieser Kinder mit nach Hause. Eines Tages kamen viele Städter und Bauern in das Heim in Zagreb. Ich saß mit meinem Bruder Stevo im Hof. Da kam ein älterer Mann zu uns und fragte mich, ob ich mit ihm gehen will. Ich sagte, ich will, wenn Sie auch meinen Bruder mitnehmen. Dann sind wir 28 Kilometer zu Fuß, hungrig und durstig, mit diesem Mann in sein Dorf gegangen. Allein mit Hilfe der Caritas können für 6.700 Kinder Pflegeeltern gefunden werden. Nicht nur für die bereits Befreiten, sondern auch für die in den folgenden Monaten und Jahren noch aus den Lagern geholten. Aus vielen serbisch-orthodoxen Kindern werden nun Katholiken.
Die Pflegeeltern ließen es nicht zu, dass mein Bruder und ich nur irgendetwas über unser Zuhause, unsere Eltern oder unsere serbischen Bräuche erzählen. Das haben sie uns verboten. Mein Bruder Stevo und ich gingen in die Kirche, lernten die katholischen Gebete und wurden katholisch getauft. Meine Erinnerungen sind, ich passe auf die Schweine auf, sammle Obst, hüte die Kühe. Weil ich einmal eine Kuh zu spät zurückgebracht habe, hat mich der Pflegevater heftig ausgepeitscht. Von dieser Peitsche sind mir blaue Flecken am Rücken geblieben. Ich bekam ein Hanfkleid, hatte weder Schuhe noch Unterwäsche und wurde kahlgeschoren. Aber ich bekam etwas zu essen. Darüber kann ich mich also nicht beschweren. Ich bekam Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Das war in Ordnung. Auf diesem Foto ist Dijana Budisavljević mit ihrer Enkelin Silvia zu sehen. Ihr Lächeln darf nicht täuschen. In Wahrheit ist sie völlig erschöpft, hat Herzbeschwerden und Schilddrüsenprobleme. 2 Jahre kämpft diese mutige Humanistin bereits um Menschenleben. Das kostet sie beinahe ihre Gesundheit. Als besonders anstrengend empfindet sie einen Transport aus dem Nebenlager Mlaka am 4. August 1942. Es war ein äußerst anstrengender Tag, voller schauerlicher Eindrücke, Qual und Verzweiflung. Eindrücke, über die ich lange nicht hinwegkommen konnte. Und dieses traurige Wissen war wohl die Hauptschuld an meiner von den Transporten datierenden langen Erkrankung. Abfahrt gegen 23 Uhr mit 1200 Kindern. Ich hatte Säuglinge wieder sorgsam mit weißem Papier zugedeckt, da es die Nacht doch kühl auf die Kinder durchzog. Während die eine Leben rettet, vernichtet es der andere. Diese Gedenkstätte in der serbischen Stadt Kraljevo ist ein weiterer Beleg für die revanchistischen Mordbefehle des steirischen NS-Generals Franz Böhme. Vom 15. bis 19. Oktober 1941 werden in Kraljevo als Vergeltung für Partisanenangriffe mehr als 2200 Zivilisten ermordet, Serben und Juden. Rache für getötete und verletzte Wehrmachtssoldaten. Die Einheit steht unter dem Kommando deutscher Offiziere. Die Exekutionsbefehle führen überwiegend österreichische Soldaten aus. Erschossen wurden Ingenieure, Ärzte, Richter, Handwerker, Arbeiter, Bauern, Schüler und Studenten. Jedes Licht und jedes Foto in diesem Gedenkraum in Kragujevac steht symbolhaft für ein Opfer des Massakers vom 21. Oktober 1941. Nachdem bei einem Gefecht mit Tito-Partisanen und Chetniks 10 Wehrmachtssoldaten sterben und 26 verwundet werden, startet eine maßlose Revanche-Aktion. 2300 Bewohner von Kragujevac erschießt man ebenso wahllos wie rund 430 Zivilisten aus 3 umliegenden Dörfern. Und wieder gehören österreichische Soldaten zum Exekutionskommando. An den Wänden dieses Museums befinden sich letzte, noch schnell notierte Nachrichten der Opfer an Familienmitglieder. Mein lieber Sohn, leb wohl. Auch ihr, meine Eltern und meine Ehefrau. Liebe Frau und liebe Kinder, ich gehe in den Tod rein und unschuldig. Verzeiht, wenn ich während meines Lebens jemanden beleidigt habe oder brutal war. Dieses schreibe ich 5 Minuten vor meiner Erschießung. Euer Papa und guter Gatte. Die Slawen und insbesondere die Serben wurden als eine minderwertige Rasse betrachtet. Und als solche durfte man mit ihnen so brutal umgehen.
Gleichzeitig folgten viele Soldaten der Wehrmacht den Befehlen ihrer Offiziere, weil sie Angst um ihr eigenes Leben hatten und um das ihrer Familienangehörigen. Anfang Dezember 1941 wird Franz Böhme an die Ostfront abkommandiert. Später dann in den Norden an die Eismeerfront. Seine Bilanz von Oktober bis Dezember: in nur 75 Tagen lässt er als Rache für etwa 440 getötete und verwundete Wehrmachtssoldaten mindestens 35.000 Zivilisten erschießen. Die Massaker von Kraljevo und Kragujevac gehören zu den schlimmsten Wehrmachtsverbrechen des Zweiten Weltkriegs. Aus seiner Sicht kann man sagen, es war eine sehr erfolgreiche Politik. Die Chetniks und die Partisanen mussten Ende 1941 sich aus Serbien zurückziehen und nach Bosnien gehen. Und Serbien ist eigentlich bis 1944 relativ ruhig gewesen. Also wie gesagt, aus nationalsozialistischer Sicht war er sehr erfolgreich. Bis Mai 1945 kümmert sich Dijana Budisavljević um die aus den kroatischen KZs geretteten Kinder. Hier in diesem Haus in Zagreb führt sie ihre Kartei. Ständig aktualisiert sie die Daten mit Informationen, die sie vom Roten Kreuz über den Aufenthaltsort der Eltern und der Kinder erhält. Schließlich sollten ja nach Kriegsende die Familien so weit wie möglich wieder zusammengeführt werden. Im Fall des Todes der Eltern bei Verwandten Aufnahme finden oder bei ihren Pflegefamilien bleiben, die sie auch adoptieren können. Sogar aus Auschwitz und vielen Lagern in Deutschland bekam sie um die 200 Anfragen von Eltern zu ihren Kindern, ob sie weiß, was mit ihnen geschehen ist. Und Diana sagt selbst, dass sie sehr stolz war, weil sie einige dieser Nachfragen positiv beantworten und die Eltern mit den Kindern wieder zusammenführen konnte. Dijana Budisavljević hat sicher meiner Mutter geholfen, mich zu finden. Genauso aber auch vielen anderen Müttern. Als wir uns wieder sahen, weinten wir beide. Ich habe meine Mutter sofort gefragt, ob der Papa noch lebt. Sie sagte ja, obwohl sie schon wusste, dass er bereits tot war. Zu Kriegsende gerät Franz Böhme in britische Gefangenschaft. Er wird wegen seiner verbrecherischen Jugoslawien-Befehle angeklagt, begeht jedoch vor Beginn seines Prozesses am 29. Mai 1947 Selbstmord. Titos Partisanen haben Zagreb am 8. Mai 1945 befreit. Kurz danach verlangt das neue von Kommunisten geführte Sozialministerium von Dijana die Herausgabe der Kinderkartei und aller dazugehörigen Unterlagen. Die Begründung: die Kartei habe in den Staatsbesitz zu wechseln. Dijana, die sich nie politisch betätigte, sondern nur NS-Kontakte für die Kinderrettung nutzte, wird als Nazi-Anhängerin bezeichnet. Der Wohlstand der Familie Budisavljević macht sie für die neuen kommunistischen Machthaber auch zur kapitalistischen Klassenfeindin. Nach der Abgabe der Kartei fühlt sie sich um ihre jahrelange Arbeit betrogen und notiert in ihr Tagebuch: Es war fürchterlich schwer, dass mir meine jahrelange Arbeit auf diese Art entrissen wurde. Nicht so sehr wegen der Übergabe der Kartothek, sondern wegen der nun eingetretenen Unmöglichkeit, viele Kinder mit den Eltern zu vereinigen. Die Kartothek wurde ins Sozialministerium gebracht. Dort haben sie versucht, sie zu verwenden, doch das Personal war dafür nicht ausgebildet. Sie konnten die vielen Bemerkungen von Dijana gar nicht verstehen. Das war besonders fahrlässig und unverantwortlich seitens der neuen kommunistischen Behörden. Die
Die Eltern-Kinder-Zusammenführung übernimmt nun das Sozialministerium. Die erzwungene Herausgabe der Kartei wird für Diana zur Enttäuschung ihres Lebens und lässt sie verstummen. Sie schließt mit der Vergangenheit ab und redet mit niemandem mehr darüber, auch nicht mit ihren Kindern und Enkeln. Ihr Mann schweigt ebenfalls. ...1972 übersiedelt die Familie von Zagreb nach Innsbruck. Hier führt sie ein zurückgezogenes Leben und setzt ihr Schweigen fort. Daher verfügte ihr Großneffe Alexander Pflaum lange nur über sehr spärliche Informationen über die Kinderrettungsaktionen. Auf der einen Seite muss ja diese Menschen, die dieses unglaubliche Gräuel verursacht haben, das muss sie ja verachtet haben. Ja, ich meine, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Auf der anderen Seite gefürchtet haben. Ja, weil sie wusste ja, was diese Leute für eine Macht haben. Und sie ist ja wirklich, also verstehen Sie selber, auf einen ganz einen schmalen Grat, ohne Netz, ohne Sicherung, ohne irgendetwas gegangen. Die Frau, die jahrelang auf einem schmalen Grat wanderte, stirbt am 20. August 1978 in Innsbruck. Sie wird 87 Jahre alt. Ihre aufopfernden Leistungen sind in ihrer früheren Wahlheimat Kroatien ebenso schnell vergessen wie in Serbien. Erst nach der Jahrtausendwende, nach der Veröffentlichung ihres Tagebuches, werden die Kinderrettungen bekannt, auch in Österreich. Posthum erhält sie einen Orden der Stadt Innsbruck. 2014 wird ein Park am Wiener Donaukanal nach ihr benannt. In Belgrad eine Straße. Bereits 2012 zeichnete auch die Belgrader Regierung ihren Mut aus, ebenso die serbisch-orthodoxe Kirche. In der kroatischen Stadt Sisak wird 2017 ein Denkmal für die ermordeten serbischen Kinder errichtet, das gleichzeitig an Diana erinnern soll. Mithilfe ihres aufgebauten Netzwerkes an mutigen Unterstützern rettete sie 4 Jahre lang Leben. Humanismus war ihr Kampfmittel gegen die Barbarei. 2 österreichische Gesichter des Krieges. Das eine steht für Menschenverachtung, Franz Böhme. Das andere für Menschenliebe, Diana Budisavljevic.